Ich wollte euch zeigen, wie ich die Spur einstelle. Aber nicht Spur einstellen hier mit hochwertigem Equipment oder sowas, mit einem Messstand, der super teuer, super groß ist oder sowas, sondern alte klassische Art. Oldschool mit einem Bindfaden, so dass ihr auch sehen könnt, wie so eine Achse eingestellt wird, wenn ihr mal was dran macht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie mein Lenkrad steht, wenn ich es, wenn ich geradeaus war. So, seht ihr das? Es steht nach rechts. So steht das Lenkrad, wenn man geradeaus fährt. Nicht gerade schön. So, ich stelle das Lenkrad jetzt auf gerade. Jetzt habe ich ein paar Mal vor und zurück gedreht. Jetzt stelle ich das Lenkrad so, dass es gerade ist. Und zeige euch, wie ich jetzt ermitteln kann, ob die Achse gerade oder krumm ist. Und woher ich weiß, in welche Richtung ich die Spurstangenköpfe oder die Spurstangen drehen muss, damit die Achse dann auch tatsächlich gerade bleibt. Bevor ich mit der Achsvermessung starte, muss ich erstmal feststellen, wie breit ist die Vorderachse und wie breit ist die Hinterachse. Und das mache ich ungefähr und das passiert mit einem Zollstock und das zeige ich euch mal, wie ich das mache. Ihr seht hier den Zollstock, den habe ich ungefähr in die Mitte des Profils positioniert. So. Ja, das ist ungefähr, hier haben wir die Mitte des Profils. Und jetzt gucke ich mal auf der anderen Seite, wo der Zollstock hier steht. Das ist jetzt etwas schwer zu erkennen. Ich gehe ein bisschen mit der Kamera näher ran. Und zwar habe ich hier 151 mm. Ist das richtig? Ja, 151 mm. Und jetzt muss ich gucken, wie breit ist die Achse vorne. Das gleiche mache ich vorne. Ich gucke, dass ich hier in die Mitte des Profils komme. So, der Zollstock kommt jetzt hier dran. Und hier an dieser Stelle habe ich, ja, diese Achse ist um circa 5 mm länger. Heißt also, der ist bei 151,5. Das ist ganz okay. Die Vorderachse ist etwas breiter. Und jetzt kann ich mit der Achsvermessung beginnen und beachte, dass ich hier 5 mm mehr habe. Wobei für die Fahrzeuglänge sind die 5 mm, die hier mehr sind, nicht wirklich spektakulär, was die Achsvermessung angeht, so wie ich sie mache. Für die Achsvermessung habe ich mir ein Werkzeug gebaut. Und zwar ist das hier ganz einfach, das ist einmal eine Unterlegscheibe. Kann man das sehen? Ja, das ist eine Unterlegscheibe, die habe ich einfach umgebogen. Und das hier ist einfach ein Draht aus dem Bauhaus. Nicht ein Draht, sondern einfach ein Bindfaden. Und den Bindfaden nehme ich jetzt mit und stecke den hinten ins Profil rein. Einfach irgendwo möglichst mittig ins Profil reinstecken. Halte das Seil auf Spannung, möglichst mittig am Reifen. Gehe hier am Reifen. Ihr solltet darauf achten, dass hier die Felge nicht rauskommt. Sonst funktioniert das nicht. Also der Faden, der muss tatsächlich die Reifenkante berühren. So, dann ziehe ich das bis nach vorne, bis zum vorderen Reifen. Wie schon vorhin erwähnt, das Lenkrad steht gerade. Wenn ich jetzt den Faden hier leicht rausziehe, hier liegt der Faden am Reifen hinteren Stück an. Hier vorne habe ich einen Abstand. Ich kann hier gerade eben so meinen kleinen Finger reintun. Also ich habe hier ungefähr 7 mm Vorlauf. Was bedeutet, wenn man sich den Faden jetzt anschaut, wenn man den Faden jetzt verfolgt. So, von hinten bis nach vorne habe ich hier einen Vorlauf. Der Vorlauf ist vielleicht ein bisschen viel aus meiner Sicht, aber ein Auto muss einen Vorlauf haben, um gut zu laufen. Jetzt werde ich den Vorlauf etwas minimieren und das muss ich machen, indem ich die Spurstange etwas verdrehen werde. Ja, hier haben wir die Spurstange. Und die muss ich jetzt hier zusammendrehen, heißt also, das Teil muss etwas rein. Dadurch verstelle ich den Weg vom Lenkgetriebe zum Rad am hinteren Stück, so dass die Spur etwas korrigiert wird in die Richtung, die ich denn haben wollte. Und zwar wird die Vorspur dadurch etwas verringert. So, ich lasse das jetzt erstmal so ein bisschen reingedreht und jetzt messe ich nochmal die Spur
des Rades vorne links. So, jetzt habe ich etwas nachgestellt und man kann erkennen, minimal nicht viel, wie das Rad, wenn ich hinten am hinteren Stück den Reifen berühre. So, jetzt habe ich ihn berührt. Ist der Abstand hier vorne viel kleiner geworden. Was heißt viel? Ungefähr die Hälfte. Das wäre so ein Stückchen Vorspur, was ich mir tatsächlich auch vorstelle. So viel Vorspur hätte ich gerne. Ist ein bisschen mehr als 4 mm, aber 5. Aber das würde ich erstmal austesten. Ja, und jetzt mache ich mich ran an die linke Seite. Habe ich gerade linke Seite gesagt? Ich meine natürlich die rechte Seite. Die linke ist schon fertig. So, hier nochmal das gleiche Spiel. Ich setze ins Profil, setze ich meine Unterlegscheibe, meine verbogene Unterlegscheibe an, gehe hier am Rad, halte das Seil auf Spannung, so, und messe die Spur an dieser Stelle. So, ich zeige euch das jetzt nochmal mit der Vorspur, was ich hier jetzt gemessen habe. Und zwar habe ich hier jetzt nochmal das Seil angesetzt. Ich berühre gerade jetzt das hintere Stück des Reifens, und zwar hier. Gerade eben berührt, da an der Stelle, und ich habe hier an der Stelle jetzt minimale Vorspur. Das kann ich sehen, weil hier ein Abstand ist. So, das kann man von hier vielleicht etwas besser erkennen. Ihr seht, hinten berühre ich den Reifen. So, jetzt muss ich nochmal korrigieren. Hinten berühre ich den Reifen und vorne habe ich etwas zu viel Vorspur, und das werde ich jetzt korrigieren, indem ich unterm Auto an der Spurstange wieder etwas die Spurstange reindrehe und das Spiel verkleinere. So, ich halte den hier etwas, den halte ich mit meinem 22er gegen, so, und drehe jetzt die Spurstange rein, auch ungefähr eine Umdrehung. Den ziehe ich leicht vor und gucke mir die Spur jetzt wieder von außen an. Ja, draußen angekommen, ich schnapp mir wieder den Faden, zack, Faden in der Hand, und gehe so weit, bis ich am hinteren Stück des Vorderreifens berühre und sehe da minimaler Vorlauf. Das sind ungefähr 4-5 mm. Ja, und das gefällt mir so. Und das will ich so behalten. Ja, jetzt bleibt mir nur noch eins. Ich werde die Kontermuttern jetzt kontern. Und dann mache ich eine kurze Probefahrt und gucke, ob das Lenkrad gerade steht. Und werde euch das mal zeigen. Ihr habt ja schon vorher gesehen, wie das Lenkrad schief gestanden hat. Ich werde das gleiche Stück jetzt nochmal abfahren und schauen, wie das Lenkrad steht. Ich fahre das gleiche Stück, welches ich vorhin gemacht habe. Und dann sehe ich, ob das Lenkrad besser steht. Ich sehe, dass ich gerade nicht korrekt gearbeitet habe. Das Lenkrad steht immer noch ein bisschen schief. Ja, vielleicht sogar so wie vorher auch. Ja, aber das haben wir ja gleich. Dann löse ich wieder das Schräubchen und dann stelle ich ein bisschen Vorspur. Es kann schon mal daran liegen, wenn ich die eine Seite der Spur einstelle, dass das Lenkrad im Innern sich tatsächlich auch ein bisschen mitdreht. Und wenn sich das Lenkrad dann mitdreht, dann habe ich natürlich gar keine Mittelposition mehr. Das ist halt die Heimtücke, wenn man das auf der Straße macht. Aber es ist immer noch besser, als wenn man ohne Achsvermessung fährt. Hinten habe ich es wieder eingehangen und jetzt gucken wir das vorne mal an, wie der hier steht. Und zwar, was sehe ich hier? Die Seite sieht gut aus. Ich habe hier immer noch den gleichen Wert, wie ich den auch vorher hatte. So. Okay, dann schaue ich mir jetzt mal die andere Seite an. Gucken, was die sagt. So, schön nach vorne ziehen. Und mal gucken, was der hier sagt. Der hat hier etwas weniger. Heißt also, ich habe vorhin hier ein bisschen zu viel reingedreht
Und dadurch steht das Lenkrad jetzt schief. Denn der hier hat wenig, etwas, hier ist etwas weniger Vorspur. Vorne links ist etwas weniger Vorspur als vorne rechts. Heißt also, die Mutter, die Spurstange, die muss hier wieder ein bisschen rausgeschraubt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Ich löse wieder die gekonterte Mutter. Ja, die ist ganz schön fest. Habe ich gut gemacht. Da würde ich sagen, mache ich eine halbe Umdrehung. Kontert die Mutter. Die ist gekontert, die Manschette. Ganz wichtig, dass sie wieder in die richtige Position gedreht wird. Ich wollte es euch jetzt vielleicht nochmal zeigen, wie das Lenkrad steht. Und dafür nehme ich die Kamera am besten mal in die Hand. Und so steht, ja, das Lenkrad steht gut. Jetzt, wo ich auf der geraden Strecke bin, guckt euch das an. Lenkrad gestellt. Gerade dachte ich noch, es ist nicht gut, aber ich habe tatsächlich eine gerade Fahrbahn. So, ja, jetzt muss ich ein bisschen nachkorrigieren. Ich gucke jetzt auch gerade gar nicht aufs Lenkrad. Ich muss zwischen der Kamera auf die Straße gucken. Ja, und das sieht ziemlich gut aus. So, jetzt haben wir einen leichten Linksbogen. Leichter Linksbogen, das Lenkrad ist nach links. Wunderbar. Hat einen leichten Rechtszug noch. Also minimal zieht er nach rechts. Aber sonst geht es eigentlich. Ja, wie ihr gesehen habt, lässt sich das Lenkrad nachstellen. Ich werde jetzt einfach noch mal ein paar Kilometer mit dem Auto machen, um zu sehen, verstellt sich da noch ein bisschen mehr oder nicht, weil das Fahrwerk muss ich ersetzen, weil der gerade auf der Bühne war. Aber ich weiß halt jeden Tag, wie es funktioniert. Ich kann es mir jeden Tag ein bisschen nachstellen, wenn ich möchte, wenn es mich ärgert. Aber für euch wichtig, ihr wisst jetzt schon mal, wenn ihr irgendwas am Fahrwerk macht und das Lenkrad steht schief und dann wisst ihr nur, ach ne, jetzt muss ich wieder zum Achsenvermessen fahren, kostet locker 70 Euro oder 60 Euro die Eingangsvermessung und jedes Nachstellen kostet ja dann ungefähr zwischen 10 und 20 Euro. Jedes Nachstellen, so Spurstange links nachstellen, 20 Euro, 10, 20 Euro, Spurstange rechts, 10, 20 Euro. Zack, also mit einem 100er ist man schon mal bei einer Achsenvermessung dabei. Ja, und das kann man sich auch selber machen, ne? Also zumindest, wenn man sicher von sich von zu Hause, wenn man sich ein Fahrwerk einbaut, auch mal zum Achsvermessen fahren will. Da braucht man ja nicht mit einer total krummen Achse fahren, sondern man kann es zumindest grob einstellen. Ja, ich hoffe, ich habe es gut vermitteln können, wie das funktioniert mit der Achsvermessung. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt. Wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schaltet weg oder lasst einen Daumen runter da. Und ich freue mich über eure Kommentare, was euch noch interessiert, was man am Auto so Interessantes machen kann. Vielen Dank, danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, euer Schrauber.